Ganz kurz bevor das Video schaut, das Video sollte eigentlich gestern kommen und heute sollte irgendwie sowas kommen wie, gut, also ein frohen Rutsch euch allen und sowas. Also nicht wundern, wenn ich dann nichts über Silvester erwähne. Das Video sollte eigentlich gestern kommen. Ich habe es nicht geschafft zum Hochladen und bla 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 bla. Auf jeden Fall jetzt euch allen ein frohes neues Jahr. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euer Feier war und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Das lohnt sich bei dem Video. Und jetzt viel Spaß. Meine lieben User, ich hab's einfach voll gefeiert. Texture Pack, Vorstellungen. Dieser mit dem Elch Pack Version 2.0. Ihr habt zwar geschrieben, ich soll Version 3.0 vorstellen, aber ich habe die echt nicht gefunden. Ich hoffe jetzt einfach mal, die existiert nicht und ich habe deswegen zu Recht Version 2.0 gewählt. Und was soll ich über dieses Pack sagen? Also ich finde, die Rüstungsteile haben Style. Das haben sie eindeutig. Allerdings ist mein Problem mit denen, dass ich beim Gegner nicht ganz unterscheiden kann, was er gerade trägt. Chain und Eisen sieht sich zum Beispiel mega ähnlich. Beziehungsweise man sieht eben nicht auf den ersten Blick, was der Gegner da gerade trägt. Das ist ein Ding, was sich an diesem Pack sehr, sehr stark stört. Deswegen muss ich sagen, wir haben ein Steinschwert da, das lieber das hier da. Dass das Pack schon mal nicht zu meinen Favoriten gehören wird und jedes andere Pack bis dahin besser war. Ich könnte mir das aber sehr gut im normalen Minecraft vorstellen. Also eben nicht im PvP-Bereich, sondern einfach hier im normalen Minecraft, wenn man so ein Default-Edit haben will. Allerdings halt nicht ganz Default. Ist das, glaube ich, eine ganz gute Variante, weil ich das einfach ziemlich schön finde. Das alles ist halt ziemlich normal, es ist ziemlich Default gehalten. Allerdings sind die Schwerter schöner, die Hose schöner, Rüstung ist schöner. Okay, die Blätter im Hintergrund da nerven mich echt. Die sehen echt scheiße aus, finde ich. Aber vieles ist einfach schöner, Leute, ne? Deswegen, im normalen Minecraft kann ich mir sehr gut vorstellen. Im PvP-Bereich nicht ganz so stark, wobei es noch geht. Und die Herzen mag ich dafür. Ich mag, dass die grün sind. Das ist ja nichts Besonderes und keine Kunst, das zu machen. Das kriege ich auch innerhalb von 30 Sekunden hin mit Photoshop, aber ich finde es einfach schön, ja? So, bauen wir uns einmal darüber. Und dann gucken wir auch, dass wir den Typen gleich töten. Okay, das haben wir schon mal gut gemacht. Komm schon. Ich will ihn doch nur töten, Mann. Darf ich das bitte nicht in Skywars? Na, du da oben? Na? Ich weiß. Und damit habe ich dich, ne? So, nice. Okay, da haben wir eine Enderperle von dem bekommen und ein Dierschwert. Und wir konnten es ein bisschen bessere Rüstung machen. Und ich habe zum Beispiel gar keine Ahnung gehabt, was der Typ da für eine Rüstung hatte. Also, ich sehe von weitem gar nicht, was der für eine Rüstung hatte. Also wirklich null, nada. Ich glaube, das Pack ist auch eher... Das sind 3. Sieht einfach aus wie 9, die Zahl, finde ich. Also, ich finde das Pack einfach schön vom Aussehen her. Aber ich finde es nicht schön vom Spielen. Also, oh Mann. Nicht schön vom PvP-Technischen hier. Das hätte man besser umsetzen können, finde ich. So, was mache ich jetzt am besten? Ich nehme den Kompass mal in die Hand. Baue mich dann eventuell Richtung dahin. Von dort könnte ich eigentlich versuchen, mit denen in der Mitte zu holen, oder? Komm, okay. Ich glaube, der ist noch ein bisschen beschäftigt, deswegen so. Und? Tschüss. Oh, das klappt einfach immer wieder. Ich finde das so hübsch mit dieser Sense. Aber wo Sense? Ihr habt geschrieben, ich soll nicht Sensenmann spielen. Weil ich doch die Schwerter zeigen soll. Aber Leute, ich zeig doch hier die Schwerter eigentlich, oder? Oder mache ich da irgendwas falsch? Falls ja, berichtigt mich bitte. So, da haben wir jetzt nur Scheißrüstung. Und das mache ich mal. Ich sehe jetzt nicht am ersten Blick, was das für eine Rüstung ist. Vielleicht liegt es daran, weil sie enchanted ist. Das kann ich auch sein. Aber so, ich sehe es halt nicht direkt am ersten Blick. Wir enchanten unser Schwert auch immer auf Knockback. Dann kann ich meine Sense nämlich wegwerfen. Und hoffentlich passiert da nicht der gleiche Fail wie letztes Mal, wo ich mit der Sense schlagen wollte, aber damit der Kopfweb geschlagen habe. Das Gute ist halt, wir haben zwar nicht das krasseste Grip bekommen, aber wir haben diesen Rivalen, der eben die Schneebälle hatte und das Ganze ausgeschalten. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich hätte vielleicht einen Charme-Tablet auch mitnehmen sollen. Das wäre eine Idee gewesen, oder, Leute? Ich weiß nicht. So, komm, wir gehen mal hin. Zack. Das hat schon mal nicht so gut geklappt. Komm, hier erstmal Goldapfel für dich. So, und jetzt? Jetzt habe ich dich. Tschüss. Ah, guck mal, der Charme-Tablet, den muss ich gar nicht bitten. Der hat ja einen hier. Okay, das ist ja schön. Da hat er noch ein paar XP-Bottles gehabt. Die hätte ich ganz gerne. So, und dann würde ich sagen... Oh. Ach, guck mal, der ist ein anderer. Okay, dann bauen wir uns jetzt mal kurz hier auf. Ich habe meine Hand gerade auf den Hotkey 3, falls der kommt. Dass ich hier ganz schnell auf die Kurve switchen kann. Okay, der kommt auch langsam. So. Flieg. Ich hatte meinen Finger sogar auf diesem Knopf. Mann! So, noch eine kurze Map auf Camping. Nehmen wir kurz hier alles mit. Oh, das ist schon mal sehr, sehr nice Stuff. Okay, ich würde sagen, mit dem Stuff soll es ja eigentlich eine Leichtigkeit sein zu gewinnen, ne? Wenn wir unsere Enderperle jetzt finden, okay, das ist so viel Luxus, haben wir dann leider doch nicht. Was ich aber schon mal ganz gute Rüstung, ne? Wir haben leider bloß kein Schwert dafür. Das macht die Rüstung dann auch ein bisschen unnütz. Aber wir können uns zumindest eine machen. Zumindest ein Eisenschwert. Ist nicht das Gelbe vom Ei, aber wir können es machen. Hey Leute, wo sind die eigentlich alle hin? Jetzt mal ohne Scheiß.
Komm, ich baue mir einfach trotzdem rüber. Ja, vielleicht hat sich der ja irgendwie so gleich in die Mitte geportet und dann haben wir da irgendwie so Loot, den wir gar nicht bekommen, wer weiß. Ah, guck mal, ich hatte recht. Oh, vielleicht haben wir da unten noch eine Enderperle. Ich meine, who knows? Oh, guck mal, wir haben so echt eine Enderperle. Okay, jetzt können wir bloß noch gewinnen. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt haben wir zwei Loot-Dinger. Teamen die? Ne, die teamen nicht. Da kann ich mich einmischen. Hehe. So, Double Kill. War jetzt ein bisschen abgestoppt, Leute, aber in Skywars muss man zu radikalen Mitteln greifen. Okay, jetzt ist da hinten noch einer. Der wird mich gleich mit Schneebällen abwerfen und dann werde ich Rage quitten. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal von dem Video. Ich habe geschafft, was ich schaffen wollte. Ich habe einen Doppelkill in dieser Folge gemacht. Jetzt kommen gleich die Schneebälle und werden mich töten. Ah, nicht mal, Alter, nicht mal. Ich glaube, ich habe die Schneebälle schon gesehen. Oh Gott, da sind sie.